Man muss hier dauernd die Füße putzen da oder was? Ich glaub's ja jetzt nicht. Ist immer einer von den Orks dabei, der sich einmal am Popo greift und an die Füße. Leute, ich muss euch was erzählen. Als ich mal in Nürnberg war, bei Bekannten, bei der Familie, bei einer Familie, die hatten gegenüber so einen Dönerladen gehabt. Und vom Küchenfenster aus konnte man so im ersten Stock so runter gucken, direkt auf den Dönerladen gegenüber. So richtig nah dran. Das ist mal so Luftlinie von oben 5 bis 6 Meter gewesen sein. Da konnte ich dann sehen, was der Dönermensch da so macht, während er da Mittagspause hat. So, weiter rede ich nicht.